Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV. Österreich schwitzt, wir stehen vor einer wirklich hervorragenden Sommersaison, wenn es so bleibt, wie es jetzt aussieht. Bei mir ist heute Frau Susanne Kraus-Winkler. Sie ist zuständig für eines der wichtigsten Bereiche in diesem Land neben der Wirtschaft. Tourismus. Ja, sie soll diejenige sein in Zukunft, die unseren Tourismus wieder auf die Beine hilft, in Gang bringt, und sie wird uns hoffentlich jetzt sagen können, wie das gelingen wird. Wie schaut es momentan aus? Wie schaut die Buchungslage in Österreich aus? Es wurden gerade gestern die Zahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Das heißt, wir sind mit rund 7,16 Millionen Nächtigungen im Mai im Vergleich zu 2019 fast schon auf dem Niveau 2019. Es fehlen uns eigentlich in diesem Monat nur um die 4% zu dem Referenzjahr vor der Pandemie. Auch der Juni und der Juli sind bis jetzt sehr vielversprechend. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass der Sommer, der ja üblicherweise von Mai bis Ende Oktober gerechnet wird, dass der in etwa unter 20% von 2019 liegen wird. So wie es sich jetzt darstellt, kann es aber sein, dass das zu pessimistisch war. Es kann sein, dass wir einen Sommer haben, der knapp wie 2019 aussehen wird. Das heißt, vorab ist man zufrieden. Die Leute sind ja reisewütig wie nie. Die Flughäfen sind voll, jeder will weg, jeder will sich ins Auto setzen und endlich wieder Sonne spüren. Jetzt haben wir Sonne, Europa schwitzt, wie ich es vorhin eben erwähnt habe. Was sind so die Hauptziele in Österreich und womit kann man punkten? Also die Urlaubsländer in Österreich sind natürlich der Westen und der Süden im Sommer. Das ist einerseits in Kärnten mit seinen Seen und die Steiermark, mit der Vielfalt der Themen von Wein bis zu voralpinen, alpinen Bereichen, und natürlich dann Salzburg, Tirol, Vorarlberg als unsere Sommerdestinationen, vor allem für die Hauptherkunftsmärkte Deutschland, die Niederlande, Schweiz. Was wir derzeit schon sehen, ist, dass die Nachfrage aus Deutschland und auch aus den Niederlanden fast 10% über den Nächtigungszahlen von 2019 liegen, wenn man jetzt wieder den Mai betrachtet. Das heißt, was wir sehen, ist, das ist sehr erfreulich für Österreich, dass Österreich als Reiseland in Europa sehr, sehr gut punkten kann. Und wir haben auch gesehen, dass die Nächtigungen aus den USA seit Mai wieder begonnen haben zu steigen. Das heißt, jene Märkte, die komplett weggebrochen sind, wie eben Asien, wie der arabische Raum, aber auch Amerika, das kommt schon langsam wieder. Und die Städte fühlen sich auch wieder, denn der Städtetourismus war ja bisher so das absolute Sorgenkind mit einem Minus von fast 100%, oder? Es waren nicht 100%, aber es waren sehr, sehr hohe Minuszahlen, unter denen die Städte und hier vor allem Wien aufgrund seiner Fokussierung von seinen Quellmärkten auf die Fernmärkte gelitten hat. Was sicher richtig ist, ist, dass sich jetzt auch die Städte wieder beginnen zu erholen. Was den Städten aber dennoch gefehlt hat, waren die Tagungen, die Kongresse und die Events, die üblicherweise im ersten Halbjahr ja auch sehr, sehr stark schon existieren. Wir sehen derzeit, wenn man Wien, die Zahlen aus Wien betrachtet, dass seit April Wien, aber auch die anderen Landeshauptstädte sich sehr, sehr schön nach oben bewegen. Wenn man sich das im Kontext zum Jahr 2019 ansieht, dann sieht man, dass Wien es geschafft hat, bei den Zimmerpreisen nichts zu verlieren, aber natürlich bei der Auslastung noch nicht dort ist, wo sie 2019 waren. Das war im Mai über 80%, und da liegen sie jetzt um die 66-68%. Walter Veit, der Chef der Hoteliersvereinigung, hat eben vor kurzem eben gemeint, er sei durch Österreich gefahren und die Hoteliers und all jene, die mit dieser Branche direkt zusammenhängen, sind durchaus zufrieden, vorsichtig, optimistisch. Glauben Sie, dass man das so reinretten wird können über den Sommer hinaus in den Herbst? Ja, einerseits schon, aber wir haben doch einiges an Fragezeichen.
Wir haben vieles an Herausforderungen derzeit. Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass durch die extreme steigenden Inflationsraten in Europa und die Teuerungswelle, die jetzt doch sehr, sehr extrem geworden ist und sich auch weiterziehen wird, wie das die ganzen Prognosen sagen, eine Verunsicherung bringt. Also die Reiselust, die wir jetzt für den Sommer verspüren, die ist möglicherweise im Herbst schwieriger aufrechtzuerhalten. Wir wissen noch nicht, wenn diese Teuerungsraten so weitergehen, was das für den Zweit- und den Dritturlaub bedeutet. Und was ich auch von den Reisebüros höre, ist, dass die Vorausbuchungsrate für den Winter und das Frühjahr schon, und die haben ja doch sehr, sehr viele Erfahrungswerte, von was die Vorausbuchungszeiten betrifft, dass das noch relativ schwach ist. Das heißt, wie sich der Herbst, der Winter und auch das nächste Frühjahr sowohl in Österreich bei den Nächtigungen als auch beim Outgoing-Geschäft für die Reisebüros darstellen wird, da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen dabei. Wenn Sie jetzt Österreich als quasi Urlaubsland verkaufen würden und einer fragt Sie, warum soll ich jetzt eigentlich nach Österreich fahren und Urlaub machen, was würden Sie dem sagen? Österreich hat aufgrund seiner Naturlandschaft und seiner sehr, sehr guten Hotellerie und Gastronomie und der Qualität, die wir bieten und der Authentizität, die wir bieten, einfach sehr, sehr viele Punkte, mit denen wir wirklich überzeugen können, dass Österreich wie immer und wie bisher auch immer ein wunderschönes Reiseland ist. Aber gibt es so Punkte, was so wirklich beliebt ist, von Radurlaub über Bergsteigen, über Kultur? Wenn Sie da so eine Hitliste aufstellen könnten, was würden Sie da an erste Stelle stellen und wie würde das runterdekliniert werden? Also bei der Hitliste steht ganz, ganz oben natürlich das Naturerlebnis in Kombination mit einem schönen Hotelerlebnis. Naturerlebnis, wie Sie gerade angesprochen haben, hat ja viele Facetten. Und wir merken immer mehr, dass es je nach Ausprägung, je nach Reiselust quasi um viele dieser Facetten geht. Das geht ums Wandern in den Alpen, es geht um das Naturerlebnis in einer etwas softeren Form, es geht um ganz tolle Raderlebnisse, es geht um Mountainbike-Fahren, es geht um Urlaub am See, Seeerlebnis. Es geht aber auch in Kombination mit Golf und allen anderen Sportarten. Also alles, was Naturerlebnis in seiner gesamten Breite und Vielfalt ausmacht, das ist das, womit Österreich in jedem Fall ganz toll punkten kann. Und das immer in Kombination mit den Wellness-Spa-Hotels oder den kleinen Hotels, die sehr, sehr viel persönliches individuelles Service anbieten. Jetzt kommen Sie aus der Wirtschaft, haben nicht diese politische Erfahrung wie viele andere. Sie wurden mehr oder weniger ins kalte Wasser gestoßen, brutal, frontal. Jetzt sind es, 100 Tage sind es noch nicht, 50, 60 Tage im Amt. Wie ist das Leben so in der Politik? Ja, Sie haben recht, es war ungeplant und unerwartet und von einem Tag zum anderen. Die Themen haben sich ja nicht verändert. Im Gegenteil, es haben sich einige unserer Herausforderungen, wie das Thema Arbeitsmarkt, ganz, ganz stark noch verschärft. Was ich natürlich in den ersten Wochen als Expertin in meiner Rolle lernen muss, ist, dass die unternehmerische Logik und die unternehmerische Dynamik eine andere Form ist, als wenn Sie das auf politische Logik und politische Dynamik umlegen. Da die richtigen Wege zu finden, um Verständnis für das, was die Branche braucht, was der Tourismus braucht, zu finden, die großen Probleme, die man auf der politischen Ebene lösen kann, auch immer wieder aufzuzeigen und zu hoffen, dass man Konsens findet zwischen den diversen politischen involvierten Playern. Das ist eine Herausforderung. Da muss man etwas mehr an Hartnäckigkeit, Geduld und gleichzeitig Professionalität kombinieren. Welche Nummer wählen Sie denn eigentlich, wenn Sie eine politische Frage haben? Rufen Sie da den Bundeskanzler an? Wen kontaktiert Sie eigentlich, wenn ein massives Problem ins Land steht? Und wir werden ja dann noch über einige Probleme reden, aber wen rufen Sie da an? Also grundsätzlich haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Minister, zu dem ich ja zugeteilt bin. Das ist der
Herr Bundesminister Martin Kocher. Mit dem arbeiten wir sehr intensiv, treffen uns auch regelmäßig und haben auch jede Woche intensive Schurfix, wo wir alle Themenbereiche durcharbeiten. Es gibt aber auch regelmäßige Treffen vor dem Ministerrat mit allen anderen Ministern. Es gibt ein sehr gutes teamorientiertes Miteinander zwischen den Ministern und den Staatssekretären. Das heißt, man kann auf dieser Ebene sehr oft kommunizieren und natürlich kommunizieren auch die Mitarbeiter in den diversen Kabinetten, die ja auch noch Experten sind in ihren Bereichen, mit den Kabinettsmitgliedern in allen anderen Ministerien. Also eigentlich kommuniziert man mit allen. Es geht auch um den Arbeitsmarkt. Sie haben gerade Minister Kocher erwähnt. Es hieß ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, dass es massive Personalprobleme in der Hotellerie, aber auch in der Gastronomie gibt. Und Hotellerie und Gastronomie, das sind so die Eckpfeiler des Tourismus in Österreich, bisher immer an allererster Stelle. Wie schaut es da aus? Sind diese Probleme weitgehend behoben oder quälen Sie diese Probleme noch immer? Also die Situation am Arbeitsmarkt ist fast ein Jahrhundertproblem, wenn man das so drastisch ausdrücken kann. Man muss verstehen, wir haben derzeit im Mai im Tourismus rund 207.000 Beschäftigte und hatten im Mai 2019 206.000 Beschäftigte. Das heißt, es sind derzeit schon 1.000 Personen mehr beschäftigt, als das im Jahr 2019 war. Was aber das Schwierige ist, ist, dass die Anzahl der Stunden, die die Mitarbeiter derzeit oftmals anbieten, zu arbeiten, nicht bei allen gleich hoch sind und daher haben wir zwar mehr Leute, aber oftmals weniger Stunden und brauchen mehr Leute. Zusätzlich hat Österreich in der Qualität aufgerüstet in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben im Vier-Stern-Bereich viel mehr Hotels, die sehr, sehr vieles anbieten. Die brauchen noch mehr Mitarbeiter, als sie das vielleicht früher gebraucht haben, aufgrund des Qualitätsanstiegs. Das heißt, die Mitarbeiter, die benötigt werden, sind einfach im Moment nicht vorhanden. Da gibt es kurzfristig eigentlich nur eine Lösung, dass wir diese Mitarbeiter aus dem Ausland holen. Der europäische Inlandsmarkt, wenn man das so sagen kann, ist zu einem Großteil auch leer. Alle meine Kollegen, und wir haben uns erst kürzlich ausgetauscht, alle meine Kollegen in den anderen Ländern haben ähnliche Probleme. Das heißt, es ist da sehr, sehr schwierig. Also muss man auf Drittstaaten zurückgreifen. Und das ist wieder schwierig, weil es da doch politische Restriktionen und andere Strategien gibt. Ich werde aber trotzdem, und das habe ich gestern Abend wieder gemacht, mich intensiv einsetzen, weil wir in einer Situation sind, wo jeder zusätzliche Mitarbeiter einfach in irgendeiner Form hilft. Aber mittel- und langfristig werden wir sicher uns noch genau überlegen müssen, mit welchen Konzepten wir das dem begegnen. Ja, woran liegt das eigentlich? Ist das Hochmut gewesen während der Pandemie, dass die Leute einfach gefeuert wurden, ohne dass die Unternehmer gedacht haben, naja, die Stellen müssen wir irgendwann einmal nachbesetzen? Ist es Rücksichtslosigkeit, indem man einfach bucht, obwohl man genau weiß, ist eh alles voll? Oder ist es schlichter Misswirtschaft gewesen? Woran liegt es, dass Sie jetzt so massive Probleme am Personalsektor haben? Oder vielleicht liegt es auch daran, sind die Österreicher einfach zu faul geworden, um Jobs zu machen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber was wir sehr wohl gesehen haben während der Pandemie, ist, dass es ein bisschen einen gesellschaftlichen Wandel gegeben hat. Diese vielen Lockdowns, die wir hatten, wo man zu Hause war und einen anderen Blick auf vieles bekommen hat, haben bei vielen Leuten schon auch etwas ausgelöst. Die sind dann entweder doch auch, haben sich überlegt, ob sie in der Branche, in der sie gerade arbeiten, bleiben wollen. Das betrifft im Übrigen nicht nur den Tourismus. Die Mitarbeiterproblematik haben ja im Grunde genommen alle Branchen. Aber im Tourismus ist es besonders stark, weil Tourismus ist eigentlich immer eine Einstiegsbranche, auch für junge Leute gewesen. Wir haben im Schnitt zwischen 90.000 und 95.000 Menschen gehabt, die jedes Jahr in die Branche gekommen sind, dort eine Zeit lang gearbeitet haben und dann wieder aus der Branche zurückgegangen sind. Alleine bei der Nachgastronomie waren das in etwa 60.000 Studenten, die dort gearbeitet haben. Es liegt wahrscheinlich an vielen Gründen. Einerseits haben wir den gesellschaftlichen Wandel, dann haben wir eine demografische Entwicklung, wo wesentlich weniger Kinder auf die Welt gekommen sind, sodass es auch nicht mehr so viele gibt, die gerade in den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren einsteigen.
Wir haben zusätzlich noch, was die Fachkräfte betrifft, die Problematik, dass in den Pandemiejahren das Lehrlingswesen teilweise bis zu 50% zurückgegangen ist in manchen Berufen, vor allem auch im Tourismus, die sich jetzt langsam wieder aufbauen. Das bedeutet aber, wir haben 1 bis 2 Jahre, die auf uns jetzt zukommen, wo wir weniger Fachkräfte haben. Also wir könnten jetzt sehr, sehr vieles hier analysieren. Es sind viele, viele Gründe und die kann man aber oft nicht schnell lösen. Kriegen Sie das in den Griff? In den nächsten Wochen oder glauben Sie, dass das Problem bis in den Herbst bestehen bleibt? Also schnelle Lösungen zu versprechen wäre unseriös. Das geht einfach nicht. Ja, wir können vielleicht, wenn es uns gelingt, doch noch das Saisonierkontingent kurzfristig zu erhöhen, wofür ich sehr intensiv laufe, da und dort noch etwas verbessern. Wir sehen auch, dass Betriebe, die Mitarbeiter in Kurzarbeit hatten, ihr Team erhalten konnten. Wir sehen auch, dass Betriebe, die ein enges Beziehung mit ihren Mitarbeitern haben, die sehr viele Stammmitarbeiter haben, hier zwar auch Probleme haben, aber nicht so gravierend. Denen fehlen dann vielleicht 10 oder 20% dessen, was sie üblicherweise haben. Wir sehen, dass es einen Wettbewerb der Standorte und der Betriebe gibt. Viele junge Menschen sagen, ich will nur in dieser Art von Betrieb arbeiten und daher kommt einiges für sie gar nicht mehr in Frage. Wir sehen, dass manche Kollegen oder manche Unternehmer einfach bei dem Akquisitionsprozess, um die Mitarbeiter für die Saison zu bekommen, vielleicht das so eingeschätzt haben wie bisher und nicht realisiert haben, dass sich gerade die Welt extrem ändert und man vielleicht früher oder anders agieren muss. Wir sind in einem Strukturwandel. Ich denke mal, das wird Schritt für Schritt schon einiges verbessern, aber kurzfristig, diesen Sommer, müssen wir jetzt irgendwie versuchen, bestmöglich trotzdem zu bewältigen. Trotzdem kommt noch ein zusätzliches Problem auf die Tagesordnung, Comeback von unserer Geisel Corona. Haben Sie Angst davor, dass Sie der Minister auch irgendwann mal anruft und sagt, Maskenpflicht wieder her und alles wieder zurück zum Start? Oder glauben Sie, dass wir uns über den Sommer retten werden können? Wir sind in sehr engem Austausch mit Herrn Bundesminister Rauch. Und es gibt auch eine Gruppe, die damit beschäftigt ist, die Empfehlungen der GECKO umzulegen im Rahmen dieser 4 Szenarien, die GECKO aufgestellt hat, wie könnte man in welchem Fall was wie gestalten. Was für uns klar war, und das versteht auch Herr Bundesminister Rauch, es darf nicht mehr dieses Jojo geben, rauf, runter, wir sperren zu, wir sperren auf. Wir müssen da einen anderen Umgang und eine Kontinuität mit der Covid-Situation in jedem Fall bekommen. Wir haben jetzt die Impfung, wir haben Medikamente, wir wissen, wie die Maske wirkt. Wir sagen, Selbstverantwortung ist sicher wichtig. Das heißt, wenn die Menschen merken, dass es hinaufgibt, vielleicht da und dort schon selbst mit Maske anfangen. Es ist sicher klüger, nicht zu spät mit den Softmaßnahmen zu beginnen, damit wir gar nicht erst in Extremmaßnahmen kommen. Und gleichzeitig muss man manche extreme Zahlen möglicherweise, wenn man die sogenannten vulnerablen Gruppen und die Spitäler schützt, anders einordnen, als das in den letzten 2 Jahren passiert ist. Also, wir gehen davon aus, dass es keine Lockdowns mehr geben wird, sondern dass man einen anderen, etwas entspannteren Umgang im Generellen mit Covid versucht zu finden. Und es gibt ja auch gute Beispiele, wie zum Beispiel unsere Kollegen in der Schweiz, die ja gezeigt haben, dass es auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit da und dort und guten Maßnahmen da und dort sehr wohl auch eine Bewältigung der Covid-Pandemie gibt. Das heißt, Sie rechnen mit einem wirklich tollen Sommer, so wie damals? Also das so wie damals habe ich voriges Jahr schon gehört und wir haben uns dann gedacht, das ist möglicherweise zu weit gegriffen. Ich würde einfach lieber sagen, wir rechnen mit einem guten Sommer und wir werden alles dran setzen, dass der Sommer auch für alle Beteiligten bewältigbar wird. Und wir müssen in Anbetracht der Tatsache, dass es eben weniger Mitarbeiter gibt, als man dringend benötigen würde, versuchen trotzdem eine gute Qualität in der Dienstleistung zu bringen. Und ich höre von
vielen guten Ideen, die natürlich auf der einen Seite Einschränkungen da und dort bei den Öffnungszeiten bedeuten, aber dennoch sehr viele zufriedene Gäste sehr wohl auch wieder produziert oder erlaubt zu haben. Das heißt, den Schritt in die Politik haben Sie noch nicht bereut? Das ist eine schwierige Frage. Ist eine einfache Frage, ja oder nein? Grundsätzlich nicht. Nicht bereut, aber ich bin halt jemand, der gerne Dinge umsetzen möchte. Und nach 6 Wochen oder 7 Wochen darf man da wahrscheinlich noch nicht zu pushy sein oder zu ehrgeizig sein. Ob ich es je bereuen werde, kann ich wahrscheinlich erst nachher sagen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Danke vielmals. Das war Susanne Kraus-Winkler, die Frau, die unseren Tourismus durch den Sommer und vielleicht die nächsten Jahre begleiten und vor allem wieder ganz weit nach vorne bringen soll.